Ja, moin, ich filme gerade aus der Küche. Wir haben uns seinerzeit die neue Küche mit lackierten Oberflächen gekauft. Würde ich niemals kaufen. Also, man hat uns seinerzeit empfohlen, Lederlappen zu nehmen und diese, sage ich mal, Flecken, die über, oder diese Fettflecken, die über Jahre, sage ich mal, entstehen, sind jetzt mittlerweile 3 Jahre, die kriegst du damit nicht weg. Auch mit Warmwasser kriegst du es nicht weg, auch nicht mit Seifenwasser oder wie auch immer. Die bleiben einfach da. Ich glaube, das ist eine Nobilia-Küche, spielt aber erstmal keine Rolle, was für ein Hersteller das ist. Es geht letztendlich darum, um die lackierten matten Oberflächen. Wenn man da mit hartem Zeug dran geht, dann ist das Problem, dass man halt Kratzer reinbekommen kann. Hier sieht man nochmal ganz deutlich diese Flecken und die sehen einfach. Ja, die sieht man halt. Und das ist jetzt hier überall. Also, die kriegst du einfach nicht weg. Also. Und der Ansatz ist jetzt einfach zu gucken, ob man mit so einem Dampfreiniger zum Beispiel den da immer Auslieferzustand wiederherstellen kann. Sprich, dass es wieder so aussieht wie am ersten Tag. Das wollen wir mal jetzt ausprobieren. Dazu habe ich mir so einen Kärcher hier, so einen Dampfreiniger gekauft. Was ist das für ein Modell? SC2. Naja, also gekauft, wie gesagt, keine Werbung. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich will einfach die Flecken aus der Küche haben. Und jetzt habe ich mal irgendwo im Internet gelesen. Also sprich, dass so ein Dampfreiniger hier durchaus funktionieren kann. Das will ich mal an der Stelle austesten. Und übrigens solche Griffe. Die sehen zwar schön aus, aber von der Funktion her ist das nix. Du hast hier ständig Dreck hinter. Und wenn du hier so reingrapschst, dann hast du hier Kontaktflächen. Also Augen auf bei Küchenkauf. Hier zum Beispiel auch die ganzen Oberflächen. Wie man sieht. Wie gesagt, also hier, also die typischen Flächen, Stellen, wo man ständig reingreift, sieht so aus. So, mal gucken, ob das weggeht. So, hier kommt ganz normal Leitungswasser rein, etwa 1 Liter. Und dann in etwa 6 Minuten aufgeheizt und dann einsatzbereit. Man kann auch destilliertes Wasser nehmen, damit man später keine Kalkprobleme bekommt. Aber letztendlich kann man das Gerät auch entkalken. Bleibt euch überlassen. Also der Hersteller schreibt auch normales Wasser, sage ich mal, die Bedienungsanleitung als Nutzung vor. Wir haben ja so ein Klicksystem, finde ich ganz cool. Das ist eigentlich für Böden wischen gedacht. Aber ich brauche ja nur das Stück. Und der Plan ist jetzt einfach aufgeheizt und dann gucken, ob das hier, sage ich mal, einfach hier so drüber gedampft, ob die Flecken hier weggehen. Da bin ich mal gespannt. So, hier nochmal mit Licht gespielt. Gucken wir mal. So, ich denke, man sieht das jetzt wunderbar, was ich meine. Und das ist halt, das kannst du, ach, da sind auch 1000 Kratzer, sehe ich hier gerade. Also, ich würde, wie gesagt, niemals eine solche Oberfläche empfehlen. Wir haben eine Küche, so eine günstige Küche damals bei Poco gekauft. Mit stinknormalen Oberflächen, also nicht lackiert oder wie auch immer. Also wie man die so üblich kennt. Die Küche ist 15 Jahre alt. Da ist nichts dran. Hier, da sieht man das super, was damit passiert. Das ist Mist, sowas. Wie kann man sowas über einen Kunden empfehlen? Das kriegst du nicht sauber, egal wie. Mit Heißwasser, Spül, vor allem du darfst auch keine aggressiven Mittel benutzen oder so. Das geht an die Oberfläche. So, hier die Lampe erlöschen. Das Ding ist wohl einsatzbereit. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir die Farbe hier runterkriegen. So.
So. Dann gucken wir mal. Dann habe ich hier so einen Fleck. Also die Flecken gehen weg, tatsächlich. Eieiei, das funktioniert ja. Das funktioniert. Dann hier unten nochmal. Also hier oben sehe ich noch was. Mal gucken, ob die noch irgendwie länger einwirken. So, also hier der Fleck, der ist auf jeden Fall weg. Hier die Flecken, die gehen nicht weg, die da oben auch nicht. Gucken wir mal, ob man noch länger einwirken muss. Aber kriegen wir, denke ich, mir auch schon mal raus. So, also das ist ziemlich hartnäckig hier. Warte mal, so. Also dieser Fleck geht nicht weg, egal wie lange ich drauf dampfe. Und die da oben auch nicht. Das ist auf jeden Fall besser geworden, ne? Also um einiges besser geworden. Das werde ich jetzt an dieser Oberfläche zum Beispiel nochmal demonstrieren. Aber einige Flecken gehen nicht weg. Das ist irgendwie was. Wobei, wenn ich hier mit Finger rumpope, dann geht das schon ab. Also vielleicht hat man die jetzt angelöst, sage ich mal, auch hier. Aber Frage an die Hersteller, wieso macht ihr sowas? Testet ihr die Oberflächen, bevor ihr die hier verkauft? Das ist doch nicht normal, sowas. Und dann noch sowas empfehlen. Das mag zwar schön aussehen, das ist aber überhaupt nicht zweckmäßig. Was nützt euch das, wenn die Küche nach 2 Jahren wie sonst was aussieht? Also rein subjektiv wird es besser. Das ist, die Oberfläche ist glatter. Aber diese Flecken, das sind, was weiß ich, Fettflecken oder sowas. Die gehen nicht weg. Also sowas zum Beispiel, so komplett diese Fleckigkeit, sage ich mal, das geht weg oder das ging auch hier weg. Ja. Aber es gibt halt so die Ausreißer hier oder da. Das sieht man aber auch nur bei so einem bestimmten Licht, sage ich mal. Das sieht so aus, als ob irgendwie so fast gewachst wurde oder sowas. Die Oberfläche ist nicht mehr matt. Ja, das kriege ich nicht weg mit dem Dampfreiniger, so wie es aussieht. Also im Großen und Ganzen habe ich jetzt die ganze Küche abgedampft. Also beim normalen Licht, so wie das jetzt ist, sieht man das nicht. Aber wenn man halt mit Zusatzscheinwerfer rangeht, dann sieht man immer noch diese Flecken. Die glänzenden da hinten vor allem, die kriegst du nicht weg mit dem Dampfreiniger. Aber im Großen und Ganzen ist die Küche frischer geworden, nicht mehr so klebrig, sage ich mal. Ich würde noch diese Fläche hier abdampfen, die ist ja voller Fett. Mal gucken, ob die sauber wird. Aber und hier das vielleicht noch. So, jetzt versuche ich nochmal hier klassisch das zu säubern. Das ist halt Fett ohne Ende. Auch hier ist das richtig, sage ich mal, angewachsen.
Also Spritzbereich, mal gucken, ob wir das sauber kriegen. So wie das mal war. Also nur mit dem Dampfreiniger. So, jetzt ist er aufgekocht. Mal gucken, mit diesem Aufsatz, diese Fläche, dass sauber wird. Muss jetzt mal so einen Aufsatz drauf, das ist viel zu krass. Das soll so ein bisschen dämpfen. Mit der kleinen Düse geht das, also wenn man punktuell hier, sage ich mal, hartnäckigen Fett einreibt, dann sieht man, dann löst er sich so in weiße Klumpen. Das ist aber hier schon mühsam. Und der eine Liter ist auch recht schnell leer beim Dampf. Das soll eigentlich 75 Quadrat reichen, aber die Frage ist, mit was für eine Geschwindigkeit muss man wischen, damit das ausreicht. Also hier sieht man aber die ganzen Fettreste. Die Spritzwand ist soweit sauber, also wenn man den Finger drüber geht, die ist noch fett, die ist sauber. Aber mit normalen Scheuermilch oder sowas ging das alles nicht, das hat sich so verkrustet. Deswegen musste hier Dampf rein. Man muss halt mit dem Dampf Fett auch auflösen, sage ich mal, das sieht man auch, das sind Fettstücke. Ich habe ja mit Zipfeln, sage ich mal. Das Ganze muss ich richtig aufheizen. So, jetzt könnte man. Ist richtig heiß. Boah. Das könnte man mit den Bürsten, sage ich mal. Diese Vertiefung reinigen. Das ist so eine Wabenstruktur hier. Das ist sauber, würde ich sagen. Also es wäre jetzt eine Illusion zu sagen, das ist jetzt hier sauber. Ne? Also man muss, das ist jetzt, sage ich mal, sauber für so einen Reiniger. Jetzt könnte man hier mit dem Reiniger dran und das Ganze hier abwischen. Und das ist jetzt erstmal ohne Reiniger. Wenn man es hier richtig wie auf Werk haben möchte, hier sieht man auch, in die Ritzen müsste man nochmal rein, richtig. Dann wird das halt sauber werden. Aber so ist das nicht mehr klebrig. Das heißt halt, die ganzen Produkttester, die irgendwelche Reiniger testen, die das einfach nur auspacken und sagen, was das Ding so kann, das nützt ja keinem Endverbraucher was. Man muss ja halt das in Aktion sehen, weil ich als Endkunde will sehen, kann das Ding was? Oder will ich dir das einfach nur vermitteln? Da das die stärkste Düse, sage ich mal, ist, also die punktuell tatsächlich am meisten Dampf macht, probieren wir nochmal mit der Küche hier.
Also, mir geht es um diese Flecken ursprünglich. Also man muss noch darauf hinweisen, dass das lackierte Oberflächen sind und dass auf lackierten Oberflächen das man eh nicht machen sollte. Aber gut, andere Möglichkeit sehe ich hier nicht. Und das wird auf jeden Fall besser. So, ich habe hier einen Fleck jetzt so komplett wegbekommen. Hier den Fleck können wir nochmal probieren. Ist jetzt weg. Also die Küche ist im Großen und Ganzen sauberer geworden. Geh da nochmal. Geh da nochmal nach So, da ist es. Ich würde sagen, das ist weg. So, jetzt die hier, die sieht man ganz krass. So, jetzt nochmal die Flecken hier. Sie noch da, aber die sieht man, also den sieht man schon kaum. Also der ist schon gut weg. Jetzt nochmal den hier. Also man muss sich schon hier rantasten, also das ist schon mühsam, aber die gehen weg. Ja, die sieht man noch. Die sind besser geworden, auf gar keine Frage. Also das hier, also wenn ich hier so drüber gehe, dann spüre ich immer noch Fett quasi. Also wieso macht man so eine Oberfläche überhaupt? Das frage ich mich. Ja, sind auf jeden Fall besser geworden. So, als letzte Reinigungsdisziplin versuchen wir mal hier die Fugen von der Dusche zu säubern, weil das kennt jeder halt, ne? Also Kalk und hast nicht gesehen. Also das macht er super, muss man schon sagen. Also Naturstein vorhin hat nichts gebracht. Also die Flecken sind immer noch da. Muss man wahrscheinlich schleifen, weil die Oberfläche zu matt ist. Das hier funktioniert schon. Jetzt haben wir hier voll, also ich will halt mit dem Lappenaufsatz hier und der breiteren Düse, sage ich mal, vollflächig das Ganze zu versuchen, weil die Ritzen gehen natürlich, ist auch die stärkste Düse hier quasi. So, übrigens hier nochmal eine gute Demonstrationsfläche.
Ist jetzt Edelstahl, schön verkalkt, mal gucken, ob das weggeht. Also die Kalkstücke, sage ich mal, die werden schon aufgebrochen. Das muss man aber trotzdem nochmal nachwischen. Das ist aber auf jeden Fall schonender mit Dampf und dann nachwischen, als anstatt sofort rumzuscheuern. Also für das Teil wäre das schonender, das finde ich schon. Also das ist halt auch die stärkste Düse. Also die gibt sofort Dampfpunkt genau auf die Oberfläche. Diese ganzen breiten Düsen und die Bodendüse, die mildern das krass ab. Also da hast du nichts vom Dampf. So, mit der Düse geht schon einiges. So, nochmal so ein Fazit zu ziehen. Also so sieht das übrigens aus. Wenn man das so wegstellt, ich sag mal, hier hat man so, ja, so vorgesehene Plätze für die Aufsätze. Und so kann man das halt letztendlich wegstellen. Ist relativ platzsparend. Aber schön ist was anderes. Also man hätte hier für das Kabel zumindest irgendwie was vorsehen können. So ein Aufwickelhaken oder sowas, ne? Also im Großen und Ganzen sollte man von dem Gerät keine Wunder erwarten. Also wenn die verunreinigten Stellen sehr alt sind, dann ist das halt mühsam. Na, also gerade beim Fett, wenn Fett, sage ich mal, kristallisiert, dann dauert es sehr lange, bis die Kristalle, sage ich mal, aufgebrochen werden. Bei Frischflecken und sowas geht das wunderbar. Na, also von daher kann man das schon durchaus empfehlen, also vor allem für den Preis. Das tut jetzt nicht im Beutel weh und ja, sowas bräuchte man. Also das ist auch desinfizierend, also auch für, sag ich mal, Bakterien, was auch immer, Viren werden damit abgetötet. Und du hast halt hier einen klaren Vorteil, du musst hier keine Reinigungsmittel nehmen. Weil nur Wasserkraft, sage ich mal, Wasserdampf, ne? Also du hast keine aggressiven Mittel, die Oberfläche, sage ich mal, zerstören oder deine Haut schädigen, ne? Ja, wenn ihr Bock drauf habt, verlinke ich das unten. Würde ich sagen, viel Spaß damit, ne?